Herrlich, am Morgen einen schönen Spaziergang zu machen mit diesem wunderbaren Duft der Reisfelder. Und apropos Duft, da gibt es einen Duft in Deutschland, dem ich auch nachgehe. Und je mehr das duftet dort, je mehr Gestank kommt raus und je mehr stinkt das nach einem riesengroßen Betrugsfall. Und das seit Jahren. Und der Herr, der dort auch involviert ist, ist heute eine Persönlichkeit in der Gossip-Welt von Deutschland. Ja, wir reden von der Cum-Ex-Affäre und das Lustige dabei ist, dass, sagen wir mal, ein Herr involviert ist dort, wo eine Schweizer Bank eingeklagt hat oder hatte. Aus welchem Grund? Und jetzt kommt das Interessante. Bei jedem Finanzprodukt ist es so, dass wenn du den Prospekt, den Emissionsprospekt nicht bekommen hast oder erhalten hast, wie das früher bei den Versicherungen war, wenn du dort die Geschäftsbedingungen nicht in die Hände gedrückt bekommen hast, dann war der Vertrag ungültig. Und dieser Herr behauptet nun, er hat 55 Millionen Euro investiert und der Arme hat das verloren. Nee, das ist wirklich ganz eine traurige Geschichte. Und dann geht man einer die gegenteilige Nachricht nach und dann sieht man, dass dieser Herr, sagen wir mal, auch durch ihn über 1 Milliarde Euro vernichtet worden sind von Kunden, die durch seine Firma beraten worden sind. Und das ist nur ein Produkt der Drei-Länder-Fonds. Und da gab es noch viele andere Produkte. Also wir reden hier von einem Loch oder einem Verlust von mehreren Milliarden Euro. Und er beklagt 55 Millionen und macht daraus unscheinbaren Fall, dass er total das nicht gewusst hat. Dass er keine Kenntnisse hatte über Steuerrechte und dass er total naiv dort investiert habe. Früher war das wirklich so, wenn du einen Versicherungsvertrag unterschrieben hast oder ein Finanzprodukt und die Geschäftsbedingungen oder der Emissionsprospekt oder der Emissionsprospekt nicht erhalten hast, dann war das so, dass der Vertrag, man konnte das anfechten und die mussten dich zurücktreten lassen vom Vertrag, gesetzlich, weil das gesetzlich so geregelt war. Also was haben die Gesellschaften gemacht, schlauerweise? Die haben dann angefangen, die Geschäftsbedingungen auf der Rückseite des Vertrages zu drucken, damit man nicht sagen kann, man hat die Geschäftsbedingungen nicht erhalten. Aus diesem Grund sind die jetzt auf der Rückseite eines Versicherungs- oder Finanzvertrages. Damit können sie sich damit schützen, dass wie zum Beispiel in Deutschland letztes Jahr über 330 Milliarden Euro vernichtet worden sind an Kundengelder durch verschiedene Kursschwankungen, Spekulationen, Konkurse, ja jedenfalls wie man das halt heute so macht in der kapitalistischen Welt und in der Finanzwelt. Die wissen schon, wie man Geld macht. Darum können die so hohe Gewinne ausweisen. Das wird nicht mit Arbeit gemacht, meine liebe Damen und Herren. Die Bankgewinne, die werden mit Spekulationen gemacht. Und zwar auf dich, auf uns Menschen. Aber das wissen wir ja, das weiß ich. Ich weiß, dass du das weißt. Es geht mir nur darum, eben, dass es lustig ist, wenn jemand eine Bank einklagt, wo selber, sagen wir mal, durch komische Umstände, durch seine Firma, Milliarden von Kundengeldern vernichtet worden sind. Ich finde das schon ein bisschen eine Ironie. Und so wie ich das riechen kann, ach, das duftet wunderbar, wird dieser Fall wahrscheinlich nie zu einem Gerichtsurteil kommen, weil das Ganze dann verjährt ist. Und wir haben wieder schönes Wetter seit 2-3 Tagen, wunderbares Wetter.
ist eigentlich so wie, man könnte meinen, also wenn wir jetzt das Wetter so in Deutschland, in der Schweiz haben, dann ist das ein Picknickwetter. Dann fliegen die Familien raus aus das Land oder an einem Fluss oder einem See und picknicken. Wir nehmen natürlich ihre Utensilien mit, damit sie das Picknick machen können. Und jetzt haben wir ein Problem. Fertigpicknick in Deutschland. Man darf keine Messer mehr im Auto mitführen. Und zwar lang sind, also zum Beispiel ein Brotmesser oder irgend sowas. Das gibt eine Strafe, auch wenn es unter Verschluss ist irgendwo, also im Handschuhfach oder in einer Box oder sonst irgendetwas, von bis zu 10.000 Euro. Das ist doch wunderbar, wieso die Freiheit über alles genommen wird und alles verboten wird. Wenn wir hier sehen, was die Leute hier alles mitführen in einem Auto, dann müsste, ich bleibe mal ruhig, aber ich denke, 99% der Bevölkerung müsste in Haft sein. Wenn wir jetzt das so vergleichen mit den Gesetzen in Europa. Ja, in Europa, das darfst du nicht, dieses darfst du nicht, jenes darfst du auch nicht. Für das brauchst du eine Genehmigung. Für jeden Schritt, den du machen willst, brauchst du eine Genehmigung. Und das ist doch wunderbar, wie das so in Europa abläuft. Übrigens, es gibt ja das neue Verfahren jetzt, um hier einzufliegen. Demnächst ab Januar 2025. Respektive eventuell schon ab Dezember, elektronische Einreisesystem oder wie das heißt, dass das Risiko besteht, dass du jetzt, wenn du jetzt ohne Visum hier ankommst in Thailand, durch dieses neue elektronische Passagiersystem, Meldesystem, dann kann das sein, dass sie dich nicht reinlassen. Und wie kannst du das wissen? Ich meine, du erfährst das erst, wenn du hier bist. Ich finde diese neuen Systeme wirklich super geil. Echt. Man versucht den Menschen das Leben so schwer wie möglich zu machen und vor allem die Mobilität so eng wie möglich einzudämmen und den Leuten das wegzunehmen, dass sie reisen können. Natürlich klingt das gut, wenn man jetzt einfach so einreisen kann mit einem automatischen 60-Tage-Visa. Das war ja eigentlich das Grundprinzip, dieses System. Aber dahinter steckt natürlich wieder mal ganz was anderes, als dass es gut für dich wäre oder für mich. Hinter diesem ganzen System steckt einfach die Kontrolle der Touristen natürlich, der Bewegungsablauf der Touristen vor allem, weil das Ganze jetzt digital erfasst wird. Da nützt kein VPN oder Fake-Account-Profil oder sonst irgendetwas, was man halt heute so als, sondern du bist so oder so unter Beobachtung von vielen Ämtern weltweit, und zwar weltweit, nicht nur national beschränkt. UniCredit und Commerzbank, Halleluja! Auch da gibt es wieder mal ein schönes Geschenk für die Steuerzahler in Deutschland. Und zwar riskiert das deutsche Volk, falls diese Monsterbank, man liebt ja jetzt überall Monsterbanken, diese systemrelevanten, und wenn die untergehen, na dann ist es so, obwohl es eine italienische Firma ist oder Bank ist, dann muss der Steuerzahler, und zwar der deutsche Steuerzahler, dafür blechen. Das ist so mit einem Vertrag geregelt von beiden Nationen. Und das heißt, dass der Schaden geteilt werden muss durch zwei Nationen, obwohl die Bank den Italienern dann gehört. Also hat eigentlich nichts mehr mit Deutschland zu tun, außer dass man dort Arbeitsplätze erhaltet, vernichtet oder aufbaut oder gewährleistet. Ja, der Schaden muss geteilt werden. Ist doch super, oder? Vor ein paar Wochen habe ich ein Video gemacht über Genozid von der Schweiz, dass man dort das Gefühl hat, dass es ein Genozid ist. Und die Schweiz ist ein lustiges Land. Die macht Sanktionen gegenüber Russland, dabei hat sie selber schmutzige Hände. Überall, wo man den Teppich ein bisschen aufmacht oder hochhebt. Und das ist wieder so ein trauriges Kapitel von der Schweiz, wie das Kapitel des Massenmörders, den die Schweiz herzlich empfangen hat und ihm jede Art von Unterstützung gegeben hat, damit er fliehen kann. Es geht um diese jenischen Volksgruppe. Da hat auch jemand geschrieben, ja, das war doch vor 60 Jahren oder länger.
Das interessiert doch kein Schwein. Ah ja, das, was jetzt passiert in Israel, in Gaza, das ist vielleicht auch so 40, 50, 60 Jahre, die Diskussion, interessiert auch niemanden. Und das, was jetzt passiert in der Ukraine, ist von 2014 oder noch früher gestartet. Da hatten so rechtsextreme ukrainische Gruppen, die übrigens alle Russisch können, auch Zelensky. Seine Hauptsprache ist nicht Ukrainisch, ist Russisch. Komischerweise, oder seine Muttersprache. Jetzt wird über das geschrieben, auch in der Schweizer Zeitung wird das Thema wieder aufgenommen, ob die Schweiz in einem Genozid verwickelt war wegen der jenischen Völkergruppe in der Schweiz. Man hat dort keine Konzentrationslager errichtet für die. Man hat einfach denen die Kinder weggenommen und die Frauen sterilisiert. Und das war ebenso in den 70er Jahren. Klar ist das lange her, aber das wurde nie aufgearbeitet. Das wurde nie von der Schweiz bestätigt, was sie dort angerichtet haben. Detailliertere Informationen werden wir dann bei Faktenblick publizieren über dieses Thema. Halleluja für Zürich! Congratulations! Ihr seid jetzt auch, habt jetzt auch thailändisches Blut oder besser gesagt thailändisches Money, Geld, endlich mal zur Verfügung. Globus wurde doch noch gerettet und verkauft an die Central Group. Die haben das jetzt doch übernommen. Wobei es witzig ist, eigentlich ist Globus ja nicht so viel wert. Ein einstelliger, höherer Millionenbetrag vielleicht. Aber der Wert von Globus sind die Immobilien. Das hat ja Benko eigentlich gut gerochen, wo er das aufgekauft hatte. Die stehen an bester Lage in der Schweiz, in der Schweizer Städten und sind natürlich Millionen wert. Und das ist eigentlich das Interessante an Globus, nicht das Geschäft von Globus. Das Geschäft von Globus ist am Absterben. Durch die Neuzeit, die wir haben, Onlinehandel und all das Zeug. Also hat CP Group es geschafft, nicht so viel zu bezahlen für Globus und haben damit einen Riesendeal gemacht, gewinnsichern, weil eben die Immobilie mehr wert ist als die Marke Globus. Dann schwappen wir kurz rüber nach Kanada. Auch eine sehr interessante Geschichte. Innerhalb eines Jahres sind drei Fluggesellschaften Konkurs gegangen. Canadian Jetlines ist die letzte oder die jüngste, besser gesagt, die jetzt auch Konkurs ist und viele bleiben jetzt mit ihren Tickets hängen. Ist mir übrigens auch schon passiert. Am Abflugstag habe ich dann ein SMS erhalten, Fluggesellschaft Konkurs. Ihr könnt ja vorstellen, was das für eine Fluggesellschaft war. Ich hatte natürlich helle Freude daran. Und dann eben Muriel Fuhrer, diese traurige Nachricht von dieser Radfahrerin, die jung, sehr jung verstorben ist wegen diesem Unfall. Und auch hier sehe ich, und da bin ich wirklich schon fast ein bisschen stolz darauf, obwohl ich ja nicht Schweizer bin, aber ich sehe, dass die Schweizer, die können doch zusammenhalten und auch hier zum Beispiel ihr Mitleid zeigen oder Beileid zeigen. Und auch demonstrieren, wie das auch ein bisschen passiert ist eben in der Pandemiezeit, als da praktisch jedes Wochenende irgendwo eine Demo, eine Manifestation stattgefunden hat. Da gibt es doch Schweizer, die können sich für etwas einsetzen und die setzen sich auch für etwas ein. Wir haben viele Persönlichkeiten in der Schweiz, die setzen sich für etwas Gutes ein. Wie auch in Deutschland, nur dort ist es so, dass man die vor Gericht bringt. In der Schweiz ist das noch nicht der Fall. Also wir reden zum Beispiel von Bhakti, von Professor Bhakti. Der wurde ja auch vor Gericht gezerrt. Zum Glück wurde er freigesprochen, aber trotzdem kann ich mir nur vorstellen, was der durchgegangen ist, er und seine Familie. Solche Fälle haben wir noch nicht in der Schweiz, dass man da Leute vor Gericht zerrt, die eigentlich über ein Thema oder etwas thematisieren, das sensibel ist und das aber auch begründen, warum. Nicht einfach irgendetwas rausposaunen, sondern sie begründen es. Dann wirst du vor Gericht gezogen, weil du vielleicht die Wahrheit sagst. Ist doch paradox. Ist das Gesetz, das wir haben? Achtung Rentner, Schweizer Rentner. Jetzt wird den Umwandlungssatz angegriffen, die 6,8%. Die möchte man
auch tiefer setzen, den Umwandlungssatz. Eine große Diskussion fängt jetzt natürlich an, weil sie mit der Pensionskassenreform nicht Erfolg hatten. Also wird jetzt der Umwandlungssatz angegriffen. Das heißt für dich wiederum die Illusion einer Pension, mit der du leben kannst. Und für das arbeitest du 44 Jahre, für eine totale Illusion. Wie man sehen kann, kann man sich langfristig auf die Rente sich nicht verlassen und auf den Staat sowieso nicht. Und eben nochmal wegen den Impfgeschädigten in der Schweiz, das ist wirklich ein Hohn. Also das ist wirklich, auch das ist wie eine Ohrfeige. Wenn man liest, wie viele Milliarden, 4 Milliarden wurden eingesetzt für den ganzen Ukraine. Für die Schweizer, die das, die 4 Milliarden finanziert haben, hat man nicht mal eine Lösung, um diesen Menschen zu helfen. Diesen 7000 Impfgeschädigten, die alles verloren haben, sogar ihre Gesundheit. Das Allerbeste ist ja, die haben nicht geschrieben, die Schweiz zahlt jetzt für Impfgeschädigten eine Gutmachung. Nein, die haben geschrieben, die Politikerin, die Ministerin zahlt das aus, nicht der Schweizer Staat. Ist schon lustig, he? Jetzt haben wir auch sogar eine Politwashing in der Schweiz. Und ich bekomme auch sehr viele E-Mails bezüglich der Krankenkasse, erhalte ich in der Schweiz. Die Leute können nicht mehr. Es gibt Rentner, die bezahlen 800 Franken nur für die Krankenkasse. Nicht mit einer super Abdeckung, nö. Sogar mit 2500 Franken Franchise. Und das heißt, die ersten 2500 plus 10% und bla bla bla. Ja, wir wissen ja, wie das funktioniert in der Schweiz. Für die Deutschen ist es einfach gesagt so, der Schweizer oder die Schweiz oder die Bevölkerung in der Schweiz, weil es geht ja nicht nur um Schweizer, die Bevölkerung in der Schweiz, die ist einfach nur noch am Blechen, am Zahlen. Damit die CEOs von den Krankenkassen mit ihren Ferraris rumfahren können. Und natürlich die Vertreter dieser Krankenkassen bis zu 2.000, 3.000, 4.000 Franken verdienen pro Abschluss an einem Abend, wenn sie eine Familie versichern können. Das ist doch krank. Also in der Zwischenzeit gehe ich mal den Duft nach. Dieser Cum-Ex-Affäre. Schauen wir mal, wo das noch hinführt. Ach, übrigens hat auch ein Freund dieses Kanales mir so ein paar Lieder geschickt von Udo Lindenberg. Und ich habe den eigentlich nie so aktiv angehört oder genossen. Und ich muss schon sagen, ist ein geiles Ich. Der macht richtig gute Musik. Richtig gute Musik, wirklich. Werde ich weiterhin anhören. Vielen Dank nochmal für den vielleicht ein, zwei Lieder, aber nicht so wie jetzt. Ich habe was Neues gelernt, auch von euch. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, okay? Also, peace and love, very nice, bye bye.